Yay, der Frühling ist da. Draußen wächst jede Menge Löwenzahn und ich zeige euch in diesem Video, wie man daraus ganz einfach leckeren Löwenzahnhonig machen kann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzen.de. Heute zeige ich euch, wie man aus Löwenzahnblüten ganz leckeren, natürlich komplett veganen Honig herstellen kann. Zuerst braucht ihr natürlich jede Menge Löwenzahnblüten. Achtet beim Pflücken darauf, dass ihr nur die Blüten nehmt, den Stängel braucht ihr nicht. Ich habe jetzt nicht genau gewogen, wie viel ich gepflückt habe, sondern ich habe einfach so einen Topf voll gesammelt. Wenn ihr genug Blüten gepflückt habt, dann müsst ihr die erstmal waschen und einweichen. Ich habe die ungefähr eine Stunde eingeweicht, ihr könnt es aber auch über Nacht machen. Dann kocht ihr die Blüten in dem Einweichwasser für ungefähr eine Stunde. Wenn die Stunde rum ist, dann gebt ihr die Blüten und die Flüssigkeit durch ein Tuch und presst das gut aus, damit ihr möglichst viel von der Flüssigkeit habt. Die Überreste eignen sich übrigens fantastisch zum Kompostweitwurf. Dann kocht ihr die Flüssigkeit mit Zucker und dem Saft von einer Zitrone auf. Ich habe das Verhältnis 2:1 genommen, also doppelt so viel Flüssigkeit wie Zucker. Das war allerdings zu wenig. Ich habe jetzt mehr so einen Sirup als einen Honig. Deswegen würde ich ein bisschen mehr nehmen. Nach einer guten Stunde war dann ziemlich viel von der Flüssigkeit weg, so etwa die Hälfte, und es war ganz gut eingedickt. Dann habe ich das in Gläser abgefüllt. Seid dabei vorsichtig, heißer Zuckersirup auf der Hand ist nicht so cool. Ich habe es ausprobiert, ich kann es nicht weiterempfehlen. Dann müsst ihr nur noch warten, bis das Ganze abgekühlt ist und schon ist es fertig. So klappt das also mit dem Löwenzahnhonig. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und es ist auch total lecker. Und das Löwenzahnblütenpflücken ist natürlich auch was Schönes, wenn ihr keine Lust habt zum Blümchenpflücken oder keine Zeit habt, euch ein paar Stündchen an den herzustellen, dann könnt ihr auch ein so ein Glas Löwenzahnhonig gewinnen. Ich habe jetzt 3 Gläser, die kann ich ja nicht alle alleine aufessen. Deswegen, wenn ihr eins gewinnen möchtet, schreibt mir einfach unten in die YouTube-Kommentare, dass ihr das gewinnen möchtet und dann verlose ich das. Bis zum 1. Mai könnt ihr mitmachen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Klickt hier, um Pflanzenhunger zu abonnieren, dann verpasst ihr kein neues Video. Macht's gut, bis zum nächsten Video und füttert euren Pflanzenhunger.